Und wieder einmal heiße ich euch herzlich willkommen zu der Comic Place Conker's Bad Friday bzw. Conker Life and Reloaded mit dem Abschnitt, vor dem ich eigentlich am meisten Angst habe. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das ist der Plan. Das Problem ist aber, dass das meiner Meinung nach immer sehr glücksabhängig ist. Also ich habe noch nie gemerkt, dass das wirklich gut funktionierte. Aber gucken wir mal, was passiert. Halt, wenn wir Pech haben, werden wir halt von so einem RPG erwischen, das war's dann. Das ist. Nein. Das ist nicht. Da war das Ding, was ich gesucht habe zum Unterstellen. Egal. Hat ja irgendwie so gerade eben funktioniert. Ja, es hat erstaunlich gut funktioniert. Wo ist der Rest von uns? Wer ist der? Ich denke, ja, ich bin der Einzige. Es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Was ist hier? Teddys. Everywhere. Das ist der letzte Assault. Es sieht nicht gut aus. Teddys. Ich hasse diese Leute. Get your head down! Das ist crazy! Yeah, we've been locked down here for the last 10 hours. Murder holes up there. Machine gun nests, gotta clear them out, boy. What was that you say? Alles Erdbeermarmelade, YouTube. Alles Erdbeermarmelade. Yeah, I gotta do it. But I'm not equipped properly. Aha. Yep, I think you should press B now. Okay, soldier. Move it out. Aber ja, weil das hier quasi ein Shooter ist, habe ich da halt schon großen Respekt vor, weil ne, es ist. Ach, da hinten steht noch einer. Wäre das halt nur typisches Conker oder so, kein Thema. Unter Umständen vielleicht, aber. Aber ihr seht ja, das Spiel startet mich direkt in einem Kampf mit, was waren das jetzt? 8? 8 Killer-Teddys. Und gerade wenn man denkt, man ist fertig, ist da noch einer. I
Nur halt hier hätten sie in Anführungszeichen das Recht, mehr Gegner reinzustopfen, fürchte ich. Ah. Okay, der von da drin erklärt sich. Aber wo kam der letzte jetzt schon wieder her? Ist doch, also, nee, voll unfair. Oh, toll. Hier wurde von nicht geredet, da kann ich zumindest leiser machen. Aber... ja! Jesus Christ. Das da rechts ist allerdings das, warum ich eher da... Also was heißt, jetzt brauche ich eigentlich keine Angst mehr davor haben. So oft wie ich jetzt schon gestorben bin, so sehr kann ich mich nicht mehr durch den Kakao ziehen, wenn ich irgendwas verkacke. Witzigerweise redet er mit uns auch noch währenddessen, aber ja, in dem Moment, wie ihr vielleicht denkt, ihr seid sicher, kommen halt von überall noch irgendwelche Teddys her. Oh nein. Die meiner Meinung nach im Original übrigens tatsächlich tausendmal besser aussahen. Die hier sehen zu clean aus. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll. Das ist übrigens einer dieser Sprünge, die ich im Original immer verkackt habe. Und wahrscheinlich auch hier wieder verkacken werde. Ah, nein. Okay. Erstaunlicherweise eine Sache verbessert. Oder was heißt verbessert, aber besser hingekriegt als sonst. Die Voice Clips sind noch genau dieselben, erstaunlicherweise, aber. Die Teddys sehen zu sauber aus. Ich muss dran denken, vielleicht mal ein Originalbild rauszusuchen oder googelt halt mal nach denen. Aber die Teddys sehen zu sauber aus. Es ist echt, echt wild irgendwie. Hahaha. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, du solltest dich beeilen. Surely it can't get any worse than that. Okay, nächste Runde mit den lustigen Lasern am Boden. Ah, ja, okay. Das war verdient, auch von den Teddys. Ich meine, die einen habe ich gesehen, aber die anderen halt nicht. War ziemlich gemein, dass sie da drüber laufen können, ohne zu sterben. Während ich halt volle Kanne auf Fresse kriege dadurch. Oh wow. Aber okay, sie haben es dadurch
die haben es erstaunlicherweise im Remake vereinfacht. Ne? Normalerweise kriege ich ja einfach haufenweise Schaden reingedrückt. Hier ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich nur angeschossen... Wow, die sind aber gerade aus dem Nichts gespawnt. Wenn ich nur angeschossen werde, nehmen wir erstmal keinen Schaden. Sehr merkwürdig, aber es ist so. Komm ich da durch? Erstaunlich. Also ich glaube, mit dem Verhalten, ob ich hier an den Tag lege, hätte ich schon 3-4 Mal drauf gegangen sein müssen, aber es ist sehr, sehr nett. In gewisser Weise. Ah. Sollte es tatsächlich das Remake sein, bei dem ich es schaffe... Das war... sehr glücksbehaftet, nennen wir es mal so. Sollte es das Remake sein, bei dem ich mal tatsächlich nicht Schaden durch die Laser nehme? Wow. Wow. Ist mir noch nie passiert. Das war tatsächlich mein First. One of those guys. Well, Teddy's. Really? That's incredible. I mean, what if you were to give this game to, say, 20 intelligent people? I mean, what would that do? Let's face it, what would it do? Really? That's interesting. What the f***? It's that bloody squirrel. Quick, into character! Hit the ceiling, I said, stunned. Yeah, alles klar. Wie schwer können Teddyärzte zu treffen sein, sollte man sich fragen. Und die Antwort ist anscheinend schwer genug. Nein, nein, nein. Aber da ich wollte schon sagen, da die Musik nicht endet, gehe ich davon aus, dass hier mindestens noch einer rumläuft. Da ist mindestens noch einer gespawnt. Wow, der Spritzer ausgewichen wie ein Champion. Da ist noch wieder einer. Und jetzt? Der ist neu. Au. Also der hier ist neu. Ich glaube, im Original hing der tatsächlich da drin, aber der ist nicht rausgekommen. Insofern. Oh my God, this is you. Could you get me out of here? I think it's that switch over there. But be careful. I think the other one is, you know, frying tonight. Yeah, just stay there. The cavalry has arrived. Sorry, you come. Let's see now. Do you know which switch it is? Yeah, it's written on it. Eeny, meeny, miny. Okay. Also, so viel ich weiß, kann man den armen Kerl nicht retten, also. Keine Sorge. Also, ne? Dem geht's gut. Der feiert halt eine Runde. Also ein bisschen viel. Das dauert ganz schön lange. Oh mein Gott. Okay.
Das doch. Ach Gottchen. Das hat länger gedauert als im Original. Okay. Ja, also, komm, kann ich. Ja, also. Feel a bit strange though. How do I look? You look great. I gotta go. See ya. Na, sag ich doch. Alles cool, kein Problem, er lebt noch. Man sollte trotzdem meinen, dass man vielleicht einfach mal auf die Idee kommt, den Schalter umzulegen wieder. Und sagen, ja, okay, war der falsche. Aber nein, er guckt einfach zu. So, okay. Ich hätte gerne eine Schokolade irgendwo hier, aber nein. Das ist nicht das Spiel, wo ich Sachen bekomme, die ich gerne hätte. Ich bin es ja gewohnt. So. Witzigerweise dürften wir dann mal wieder hier das Ding bemannen. Behörnern. Ich glaube, die meisten kamen dann von hier. Muss ich auch erst rübergehen. Ja, in der Tat. Man sollte meinen, das geht von alleine los, aber anscheinend ja nicht. Witzigerweise steht sie jetzt genau richtig rum. Das ist ein kleiner, super schneller Teddy. War's das? Ah. Gut, ich habe mich geirrt. Es kommen doch welche von da drüben. Na gut. Fehlt halt so ein bisschen der Radar, wie bei den Wespen. Aber vielleicht würden sie das wieder zu einfach halten oder so. Sagen, wird er nicht gerade gut geschossen? Sache, so ein Radar und alle Probleme wären durch, aber naja. Gut jetzt? Nein, irgendwo schießt wieder einer auf mich. Ah, der da. Gebe zu, der ist mir jetzt neben der Leiche seines Kumpels erstmal so überhaupt nicht aufgefallen. Ufereiern? Verkackeiern? Tür ist offen.
Das heißt, ich bin fertig hier. Würde ich jetzt mal behaupten. Also gerade würde ich noch behaupten, es läuft definitiv besser, als es in meinen Gedanken abgelaufen ist. Okay, hier werden die Sprengdinger gebaut. Meisterplan. Mine. Großes Teddy-Ding mit Kreissäge. Kleines Mädchen. Okay. Klar. Sichtlich. Ein Meisterplan. Sonnich, einig as crash day. Could you untie me and just let me go? Nah. Suche enter and suche in. Etare ekta. Suche ta. Sura. Immerhin hat einer von denen überlebt, ne? Oh, er wirft einfach mal Granaten. Na gut, warum nicht? Ich meine, zugegeben kann ja nicht sein, dass einfach einer von denen nichts macht. Oder irgendwas Bäriges machen muss. Hey! Hey, Fella! Fella! Come on! This is not the place we want to be hanging around. Hey! Oh, hey! You killed them! Yeah. Oh, that's great! Thanks for that! Conker? What? Oh! Hey! Hey, it's Woden, isn't it? How you doing? Oh, not too good at the moment. They wanted to kill me! Ah, well, we're dead now. Say, I noticed that your outfit is a little bit different to the usual army regulation attire. What is it? Oh yeah, it's experiment number G7224. I'm the first to be fitted with this. It's an indestructible, titanium laminate. Right. So what does that mean? Oh, it means if somebody shoots me, I don't die. Really? That's a pretty good idea. I'll get me some of them. That's the only one. They're very expensive. Anyway, stick behind me and you should be all right. I can be your Operation Squirrel Shield. What do you say? Sounds good to me. Right, which way? Eeny, meeny, miny, moe. Right, let's go. Also, der Naga ist auch eine schöne deutsche Übersetzung. Eigentlich heißt er wohl Rodent, wirklich. Was ein Nagetier wäre, ist schon richtig, aber das, was ich mache, ist ihn abhängen und kaputt machen. Sehr gut. Die Sache ist halt, ich kann nicht hinter ihm bleiben, also nicht komplett, weil er läuft halt mir nach, ne? Und der braucht sehr lange zum Drehen, nur mal so nebenbei. Ja, bitte, es geht zuerst los. Na, aber so richtig zuerst gehen tut halt immer noch nicht, wie man sieht.
Komm schon, komm schon. Dein Schweif sieht in dem Licht sehr merkwürdig aus. Na komm schon. Aber ja, wir brauchen ihn halt für diese Minendinger, ne? Er kann die halt ertragen, wir nicht. Können wir auch nicht ertragen, aber das ist ein anderes Thema. Kommst du? Kommst du bitte? Danke. Erstaunlich, wie langsam das auf einmal geworden ist, ne? Weil wir jetzt auf ihn immer warten müssen. Vorher hätte es fast ein Action-Shooter sein können, jetzt nicht mehr. Aber gut gemacht. Da ist etwas in meine Kamera eingeschlagen. Ist nicht nett. Ah ja, das ist jetzt der gesamte Ablauf. Wenn wir versuchen wollen würden, über die Gräben zu springen, dann werden wir, glaube ich, beschossen. Also das funktioniert leider nicht. Wir müssen hier durch den Graben ganz, ganz langsam. Ich kann einfach krabbeln. Ja gut, okay. Dass jemand ein Boot mit einem B abgeworfen hat, nicht wahr? Tot. Tot? Keine Ahnung. Nein, du bist nicht tot. Du stellst dich doch tot. Und ich schieße komplett durch dich durch. Ja gut, ich werde also hier tot sein, bevor ich diese Dinger aufgeschossen habe. Keine Frage. Weil... das funktioniert nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, der da ist tot. Der tut wieder so, als wäre er tot, ist es aber nicht. Ahaha. Einfach schnell arbeiten, nicht wahr? Fällt die Tür auf? Ah. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Nicht ganz. Aber bevor mehr spawnen, einfach rein, dann kann uns nichts mehr passieren. Das ist schon in Ordnung. Hm, no teddies in here. Oh, a tank. Now that may come in handy. Oh, a tank. It's a class 22 as well. I haven't got one of them yet. What do you mean, got one? Hey, where you going? Oh, class 22. Sweet, 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 sweet. I'm gonna look inside. Okay. What do you like? Okay. Das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Noch nicht ganz fertig geworden. Das wird dann wohl nächste Woche kommen. Aber ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Und bisher läuft dieser Abschnitt deutlich besser, als ich dachte.
Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88 und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und das war's erstmal mit unserem Freund Konka. Auch beim nächsten Mal werden wir uns ansehen, was an seinem Bad Fur Day so alles vonstatten ging. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir haben noch eine Menge vor uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, kommentieren und zu liken.